Geschätzte Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher, wir freuen uns, dass Sie heute am Abend da sind. Wir sind der Männerchor Stanz unter der Leitung von Florian Steidle. Die Rockband Mustaf, die sich verstärkt hat mit einigen Musikern. Dance Label, eine Tanzschule aus Stanz. Und unsere Solisten, Alessandra Maurer, Michael Arnold, der Benno Zürcher und der Paddy Bernhard. Eigentlich haben wir uns für das Jahr mal etwas Einfaches vorgenommen. Aber wie Sie heute Abend ja auch festgestellt haben, kommt der Appetit mit dem Essen. Das war auch bei diesem Konzert so gewesen. Aus Mundart ist Rock geworden, aus Unplugged ist elektronisch geworden und mit dem sind die Anforderungen an Technik, aber auch an uns Sänger laufend gestiegen. Mit unserem Konzert Best of Mundart Rock begibt sich der Männerchor Stanz ein weiteres Mal außerhalb von seiner Komfortzone. Wir sind uns gewöhnt, zu stehen mit unseren Mäppchen in der Hand, mit den Noten, den Text ab diesen Blättern abzulesen und uns darauf zu konzentrieren, dass uns unser Dirigent den Einsatz gibt. Das ist ja bei einem klassischen Männerkonzert oder in einer Messe, zum Beispiel an Silvester, durchaus angebracht. Aber beim Thema Best of Mundart Rock. Aber lassen Sie sich überraschen. Die von uns ausgesuchten Lieder haben wir in eine Geschichte von 65 Brüdern in 3 Akten verpackt. Verfasst hat die Geschichte unser Sänger, der Freddy Lussi, der da neben mir steht, und er wird uns durchs Konzert führen. So, jetzt wünsche ich Ihnen einen unterhaltsamen und geselligen Abend mit 20 von den beliebtesten Mundart-Rock-Liedern der Schweiz. Bewegen Sie sich zu der Musik und singen Sie mit, wenn es Ihnen drum ist. Schönen Abend. Ich heiße Sie, liebe Gäste, herzlich willkommen hier bei uns. Wir haben uns so überlegt, warum wir recht überhaupt hier noch sind. Vielleicht sind ihr ein Fan von irgendeinem Rocksänger oder von einer Gruppe, vielleicht sogar vom Männerchor, wer weiß. Oder, das könnte auch noch sein, vielleicht weckt der Song von ihren Erinnerungen, wo sie einen Moment in der Geschichte von ihrem Leben ganz reingestochen ist. Und gesagt, das vergiss ich nie mehr. Vielleicht irgendeine ewige Liebe zum Beispiel oder so etwas. Wir machen jetzt heute umgekehrt. Eben, ihr habt es ja gehört von Franz vorhin. Wir haben eine Geschichte gemacht und bettet die Lieder in die Geschichte ein. Und ihr, liebe Gäste, könnt ihr raten, wo echt jetzt da welcher Song würde Ihnen passen. Und jetzt ich darf ich durch die Geschichte durchführen und sind ihr bereit? Gut, dann fangen wir an. Ganz weit oben am Stanzerhorn, noch oben Meckenburg, ist ein Bauernhof gelegen. Und dort leben und arbeiten 65 Brüder. Ihr könnt schon lachen, ist ja so. Alle mit dem Namen aufzählen, ging zu lang. Aber der Fegeli Dr. Klaus, der Bliemeli Franz, der Glockenbeat, der Kielemeier Peter, der Hase Matt Norbi und noch andere kennt man weit herum. Tag aus und Tag ein, beim Mähen, Mauchen, Ausmisten, Futtern, beim Worben, beim Rechen, schau jetzt auf den Stanzerboden ab. An Birgen durch und stelle immer wieder fest, dass sie etwas haben, das ihnen niemand nehmen kann. Eine wunderbare Aussicht. Thank you.
ich muss zugeben, es sind immer noch aus den Jüngsten, die Brüder. He? Der Bindlisepp zum Beispiel ist schon 90. Und der Handy allerweise hat gerade gestern die 85 gefeiert. Dazu kommt, dass ein paar jeweils im gleichen Jahr geboren sind. Biologisch ein bisschen kurlig. He? Eben die, so wie heute, kommt der Pfarrer vorbei und schaut, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Er ist von der KESB seit 60 Jahren als Vormund von diesen Burschen eingesetzt. Er bemüht sich, diesen Mann in Ordnung beizubringen und sie vor Katastrophen zu bewahren. Die kapieren das ja schon, aber etwas haben sie doch nicht ganz begriffen. Sie sind auch noch ledig, also nur in unserer Geschichte. Und keiner hat irgendein Geschleipf mit einem Mädchen angefangen. Gerne hat der Pfarrer gesehen, wenn endlich einer heiraten wurde, dass der Hof auch für die Zukunft gesichert wird. Aber nein, keiner wollte ein Schneewittli vor der Hexe retten. Keiner wollte ein Dornresel wachschmitzeln. Keiner wollte als Frosch im Prinzessli Kugeln aus dem Brunnen rausholen. Und keiner wollte in der Königstochter das Erbsli unter der Matratze führen gribbeln. Seht ihr? Keiner will euch nur bei irgendeiner Dame küten. Es ist zum Verrücktwerden. Ihre Vorstellung von einem Schätzli ist ganz eine andere. Sie haben nur eine ganz besondere Lady im Kopf. Thank you.
einer von diesen Bauern hat nicht einmal mit einem Alphorn etwas anfangen können. Weder die Swiss Lady noch die Bauer Sammy als Gesamtes haben ihn zu kennen zu ekeln. Der Paddy. Da ist er. Seht ihr, wenn er langweilig umeinander schaubert? Dabei hat es ein Mädchen. Wo? Wenn er wollte. Wenn er Bieren wäre, go feisterle, hat ihm sofort aufgetan. Charlotte. Aber der Paddy, der träumt von der weiten Welt. Will etwas erleben, will reich und berühmt werden. Eine tolle Freude finden. Eine Summa Wuscha. Wisst ihr, was das heisst? He? Super maximale Wunderschaben. Z London, z New York, z Los Angeles, Zürich oder notfalls halt eben z Bümplitz. Venus von Bümplitz geht durch die Straße, leicht und flüchtig wie ein Gas. So unerreichbar bockstötzige Himbeerbuben, scheuch und brav wie Schaf, schön fern frisiert, kommen die Obedenzung näher. Und die Sparte wachsen in Blut, jung morgen. Die Sonne kommt, wird langsam warm. Sie hat mehr als 100 Kinder. Und jeden Frühling gibt's ein neues. Hat Kirchenfenster, Augen auf. Und macht sie zu wie jedem Kuss. Und wenn sie lachen, werden Berge zu Stoff. Und jeder Zehen an der Herz wird weh. Seht ihr jede Mauer? Tanzt wie ein Feuerwerk, wie ein Zuckerstock, lacht wie ein Wasserfall. Für sie gibt's nichts, was nicht gibt, und alles, was gibt, gibt's nicht vergeht. Sie nimmt's, wie's kommt, und lässt's da gehen.
Fahrer, red auf den Paddy rein. Er soll doch endlich bei der Charlotte helfen. Er selber hat das auch einmal durchgemacht. Als junger Student ist ihm ein flottes Mädchen in die Augen gestochen. Aber der Vater hat ihn gemahnt, eine rechte Nidwaldnerin müsse sechs besondere Eigenschaften haben, um in Frage zu kommen. Erstens, sie müsse grusig geschehen sein. Zweitens, sie müsse gottlos fromm sein. Drittens, sie müsse Meineid drei sein. Viertens, sie müsse unsinnig gescheit sein. Fünftens, sie müssen verreckt gesund sein. Und sechstens müssen sie auch noch hurisch keisch sein. Weil eine von diesen Eigenschaften gefehlt hat, hat er es dann lassen und ist geistig geworden. Er bereut es heute noch. Töpfli und schlecht im Turnunterricht, so manche blöde Witz hat sie denn über sich müssen lassen. Auf dem Schulweg ist sie gegen alleine gekommen und gegen mit mir sie hoch eingenommen, hat sie Geschichte erzählt vom grauen Alter. Und was es dann später ist war, Schwan so schön wie Schnee, vergessen, was ist geschehen. Und Flügel tragen sie so weit, weil es keine Grenzen mehr gibt. Ein Schwan so weiss wie Schnee, vergessen, was ist geschehen. Und Flügel tragen sie so weit, weil es keine Grenzen mehr gibt. Für den Schwan so weiss wie Schnee. Nach der Schule hab ich nicht mehr vorher gehört. Da hat mich dann noch manchmal gestört. Hat ihr doch so gern gesagt, das, was dann ist geschehen, es tut mir leid. Und grad vorletzt, da hock ich ihr ein bisschen. Da sei die Stimme zu mir so, wie geht's. Drehe mich um und hab sie fast nicht mehr gekannt. So vor mir steht, kommt's mir Sinn, was sie denn hat gesagt. Ein Schwan so weiss wie Schnee, vergessen, was ist geschehen. Und Flügel tragen sie so weit, bis keine Grenzen mehr gibt. Ein Schwan so weiss wie Schnee, vergessen, was ist geschehen. Und Flügel tragen sie so weit, bis es keine Grenzen mehr gibt. Für den Schwan so weiss wie Schnee.
Habt ihr es gesehen? Der Paddy lässt das kalt. Völlig. Schaut ihr nachher an. Er wollte jetzt einfach seine Idee durchziehen. Und Charlotte, der Armtropf, die ist ganz traurig. Sie wollte nicht mehr da rumstehen, wenn bestellt und nicht abgeholt. Ja. Brüder da hinten, die verstehen den Paddy auch nicht. Was spinnt denn da? Alle haben auf ihn hineingeplodert. Der Tablette Franz hat gesagt, kommst du keine bessere rüber. Hosenlädlers Max hat gemeint, das ist der Geschaffige. Der Steinewaldi hat gefunden, sucht er wenigstens eine rechte Arbeit. Der Adjutant Edi hat geraten, geh doch ins Militär. Der Fee-Doktor Toni hat befohlen, du musst an Toni. Und der Cassier Romain hat gemäulet, hilf wenigstens bei der Arbeit ein bisschen mehr mit. Der Paddy schüttelt nur stierengrindig den Kopf und geruchset, Appa, mach es denn schon noch. Mach mal ein bisschen Sport, Heinz gesagt. Ein Bewegung tat er gut, Heinz gemeint. Yoga haben sie sich dann überlegt. Wenn noch etwas für mich. Geh mal z'Abend wieder raus, Heinz gesagt. Dann bitte wechselt er gut, Heinz gemeint. Irgendwie mal etwas anderes weiß. Wenn noch gut für mich. So, so. Köschen ein Rolo, obwohl ich los ein Scholo, so handwerks zu. Aha, aha, so, so. Köschen ein Rolo, obwohl ich los ein Scholo, irgendwann komm ich dazu. Ist nicht so viel Zucker, haben's mir gesagt. Schau, die Stocki, die gibt's auch in Leid. Zu sich schauen, das ist sei mal eins. Lieber heute als morgen. Lies wieder mal ein gutes Buch, heinz gesagt. Frische Luft hat wieder gut, heinz gemeint. Es ist halt ganz ein anderer Wind, wo weit. Das ist jetzt halt so. Aha, aha, so, so. Köschen allein hoch. Sicher nächsten Sommer fahre ich dann an, es ist höchste Zeit. Aber danke für den Tipp. Wir müssen jetzt für einen Moment nicht einmal mehr halbwegs zuhören. Wir machen nämlich eine Pause, dass die Nachtesser da unten noch ihr Dessert überkommen. Auch für die anderen Besucher ist gesorgt. Die Brüder da hinten haben nämlich eigenhändig Kuchen gebacken und da vorne hat sie ein Buffet. Könnt ihr richtig ausrichten. Einen guten.
so da. Weit unter mir liegt das Wolkenmeer. Der Ventilator summt leislich. Es ist, als gibt's mich nicht mehr. Ich sehe durchs Fenster zwei Turbinen. Das Flugzeug wankt leicht in der Luft. Durchs Mikrofon sagt der Co-Pilot. To the right, you see, starts through the dusk. Ich nehme noch Campari Soda. Weit unter uns liegt das Nebelmeer. Der Ventilator summt leislich. Es ist, als gäbe es mich nicht mehr. Soda. Weit unter uns liegt das Wolkenmeer. Der Ventilator summt leislich. Es ist, als gäbe es mich nicht mehr. Ihr habt sicher gemerkt, der Paddy ist in das Flugzeug hineingehockt und abgeflogen. Da hockt er jetzt. Ein bisschen aus Unternehmungslust, ein bisschen als Trotz. Und als er ausgestiegen ist, hat er dann gleich gemerkt, dass da niemand auf ihn gebeitet hat. Schon im Flieger war es ihm ja langweilig gewesen. Zum Fenster aus hat er nur Wolken gesehen. Hat sich einsam und verlassen gefühlt. Da hat nicht einmal der Campari Soda etwas geholfen. Auf dem Flugplatz ist es zugegangen wie mit einem helzigen Himmel. Die Leute haben umeinander befohlen. Haben gelärmt wie in einer Kaserne. Sie sind umeinander gesäckelt wie vom Aufbissen.
haben für nie Zeit gehabt. Und haben einen Lärm gemacht, das Götzenbahn. Und Passanten haben den Paddy nur so umgeschüttet. Die Leute, die da gewohnt haben, sind ganz anders gewesen, als er sich das vorgestellt hat. Jeder hat sich in seine Särgelinnen vergraben, so im Sinn von, jeder schaut nur für sich, nur ich schaue für mich. Das Knusch auf dem Flugplatz war immer noch da. Der Paddy, wir müssen ihn suchen, wenn er ihn überhaupt sehen will. Irgendwo wird er dann, glaube ich, durch.
Hoppla! Da sind meine Leute aneinander geraten. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Da muss ein Polizist her. Unbedingt. Wo ist denn der Polizist? Oh, da kommt er. Dein Freund und Helfer. Er sorgt dafür, dass wieder Ordnung herkommt. Und der Paddy nicht so drangsaliert wird. Der Paddy erzählt in dem Point, er sei euer einisch auf den Heimen auf dem Bänkli gehockt und hat in einer Handbeisse-Straße zugeschaut. Immer wenn zwei Handbeisse aneinander vorbeikommen sind, haben sie Köpfchen aneinander angehört. Also ob sie sich wette, das mit sie liegen. Und da, in dieser Stadt, schauen die Leute nicht einmal einander an, wenn sie sich verkämmen. Der Polizist erklärt ihm das ganz im Vertrauen. So wenig ist hier. Ein Singen um kein Preis, nein, gehört es nein, weil sie haben mich geheilt. Sie waren vielleicht gar nicht im Grund noch frech und denken, das ist ihr grosse Pech. Es lastet auf ne wie ein schwerer Stein, weil sie haben weiss, das macht einem heiß verschlagen Stimme. Doch tückt's mir manchmal schon, sie ist nicht so schlimm. Es ist gleich ein Glück, auch wenn man's gar nicht weiss, dass wir Himmel. Was unterscheidet Menschen vom Schimpans? Es ist nicht die glatte Haut, der fehlende Schwanz. Nicht, dass wir schlechte Bäume aufkommen, nein, dass wir Himmel. Stellt sich die Männer vor, wenn's anders wär, als käme ein hübsches Mädchen in den Haar. Jetzt schauen wir doch höchstens nur auf die Beine, weil wir haben mega heim. Und wenn man sieht, was heute der Menschheit droht, so seh ich wirklich schwarz und nicht mehr rot. Und was man noch kann hoffen, ist allein. Thank you.
Der Paddy singt das recht verschissen. Wie soll man in dieser fremden Stadt zurückkommen, wenn das so mühselig ist? Der Polizist spettelt ein bisschen. Wenn das so ist, gehst du gescheiter wieder heim. Lock die Decke an die Strasse ab zum Bahnhof. Lest dir ein Billett, stammt einfach. Und fahr ab. Das kann ja sein, ich komme auch noch gerade mit. Ich glaube, der Paddy leidet an einer schweren, echt schweizerischen Krankheit. Er hat Heimweh. Gell? Ich weit weg von meinem Vertrauten, ihrer riesengroßen Stadt. Auf einer schier endlosen Straße, die mich niemand kennt. Hab mich schon lange nicht mehr so alleine oder verloren gefühlt wie hier. Und laufe immer weiter ohne Ziel. Und ich hab Heimweh nach den Bergen. Nach dem Schocki und dem Wein, nach den Wäldern, nach den Seen und nach dem Schnee. Und ich bin weit weg von den Heimen, in die Stadt, wo ich nicht mehr ziehe. Verloren in so vielen Leuten, die ich nicht mehr sehe. Steht er plötzlich vor mir, wie ein Engel aus dem Nichts. Und fragt mich, ob ich wüsse, wo es zum Bahnhof geht. Er sagt, ich hab keine Lust mehr zu bleiben. Ich gehöre einfach nicht dahin. Hat zwar ausprobiert, doch das ist einfach nichts für mich. Und ich hab Heimweh nach den Bergen. Nach dem Schocki und dem Wein, nach den Wäldern, nach den Seen und nach dem Schnee. Und ich bin weit weg von den Heimen, in die Stadt, wo ich nicht will sein. Verloren, ganz alleine, fühl ich mich. Und in der Nacht hier viele Lichter, da kann man die Sterne nicht mehr sehen. Und sogar der Mond scheint hier ein anderer zu sein. Und ich schaue in deine Augen, wo so klar sind wie ein Gletschersee. Und ich bin froh, dass du genau so fühlst wie ich. Und ich kann heimweh nach den Bergen, nach dem Schocki und dem Wein. Nach den Wäldern, nach den Seen und nach dem Schnee. Und ich bin weit weg von den Heimen, die Stadt, wo ich nicht mehr sehe. Und ich glaube, es geht auch anderen manchmal genau so wie mir, genau so wie mir. Ja, das Heimweh. Aber was denkt die 18 Brüder, wenn er jetzt plötzlich wieder heimkam? Und er doch alles Geld, das er von ihm bekommen hat, für einen Flug verputzt hat? Der Paddy hat einfach nachgedacht. Das war ja sowieso eine Furzidee, in die Fremde zu gehen.
Ein so ein Genusch von Gedanken ist ihm durch den Kopf gegangen. Komischerweise sind in diesen Gedankenfetzen ein Schuppel der europäischen Städte aufgetaucht. Paris, dicht zusammen. Jetzt ist der Frankfurt. Genua heim. Mannheim musst du gehen. Es ist wahr, schau, dass du heimkommst. Guten Madrid, kürzer. Wärst doch die Düssel im Dorf geblieben. Habe noch versucht, dich zu warnen. Ich sag dir es dir nicht nur ein paar Mal. Er hat richtig durchgetragen. Hat angefangen wässerle, brüllen, flennen, bägen. Ist auf den Boden gehockt und hat den Grind nachgehangen. Jetzt hat es einen Polizist gebraucht. Er hat da Leute um Hilfe gerufen. Die haben den Paddy auf ein Bänkchen gehäkelt. Und er probiert, mit einem Lied zu dresden. Und dass die Nähe schon ein Frieden hoch wird.
Den Polizisten nicht mehr können zuschauen. Er hat den Paddy gewarnt. Wenn deine Brüder dich gehören haben, dann vergänzt dir diesen Blödsinn schon. Und vielleicht wartet ja noch ein Mädchen auf dich. Weißt du, ich war einst auf dem Land. Hurenschön war es dort. Wenn ich daran zurückdenke, kommen mir so rote Blumen in Sinn. Blümli saub in einer Sommernacht, nachdem ich einen Bergtour gemacht. Da habe ich getroffen vor der Hütte aus, sie hat Wasser geholt für einen Blumenstrauß. Auf einem Bänkli vor einem leeren Stall sagt sie zu mir, es ist kein Zufall. Ich glaube, wir sind nur einmal hier, als wär's ein Film, vergessen ist nie. Alpenrose, kommen wir in Sinn. Alpenrose, sie da, sie denn. Alpenrose, wie sie da, sie sind. Bonnabern uns im Heu, lagen sie zusammengezogen am gleichen Ort. Und der Herbst ist gekommen, da ist sie wieder fort. Fort ist fort und gleich hat's geschneit. Liebe kommt und Liebe geht. Das ist jetzt schon ein Weile her. Hat manchmal Welle, dass es nicht so war. Und immer wenn ich die Berge sehe, ist es wieder um mich geschehen. Alpenrose, kommen wir in Sinn. Alpenrose, sie da, sie denn. Alpenrose, wir sind da, sie sind. Und haben uns im Heu, lange sie. Jetzt ist im Paddy das
das Licht aufgegangen. Charlotte ist in mir gekommen. Er muss ihr doch unbedingt anleiten. Wo hat sie das Telefon? Aber schau ihn doch selber. Davon ist der Paddy und seine Fans hinten nachher. Die anderen haben dann nachgeschaut und denkt, wieso geht er jetzt? Jetzt wäre es doch gerade so gemütlich geworden. Komischer Jolly. Der Polizist will natürlich sein Handy zurück. He? Und sagt, Entschuldigung, rennt im Paddy hinten nachher. Die Leute haben gemerkt, es müsse doch etwas dran sein an diesem Land, wo der Chaupi herkäme. Und sogar der Polizist dort wett. Vielleicht wäre doch das auch etwas für sie, einmal in dieser Gegend einen idyllischen Bergsee anschauen.
gut, und ich an die Sonne bin gesessen. Weit weg, und an von der Stadt. Ich weiß so gut, wie ich auch könnte vergessen. Dort hinten im blauen See. Es hat mich gepackt, ich hab gespürt, dass ich gehen muss. Einfach fort, in die Ruhe von Natur. Ganz allein mit dem Kopf voll Gedanken. Dort hinten im blauen See. Das war der Anfang vom Wochenendtourismus in der Schweiz. Schweiz Tourismus müsste eigentlich dem Paddy dankbar sein. Und bis der Paddy und die Touristen wieder zustande sind, machen wir noch eine Pause. Ich glaube, es hat noch Kuchen am Buffet. Der Posito Erwin hat sich mit dem geschichtlich gar nicht existierenden Nachwuchs aussinnig Mühe gegeben beim Bachen. Er war ja früher ein Profi. Viel Vergnügen noch. Da wird es mitten in der Nacht. Oh, sorry. Da im Heim oben schlafen alle noch. Sind ihr bitte ein bisschen ruhig? He? Aber ihr wollt ja kehren, wie die Geschichte weitergeht, oder? Ich tue jetzt einfach ein bisschen flüstern, damit ihr nicht verwacht. Gut, also, dann fangen wir nicht so an. Dann haben wir einen Vorhang aufgetan, dann sehen wir nachher, was da passiert. Charlotta, die ist voll durch, die ist traurig. Weil das Telefon hat sie nur noch
es hat Krach gehört und da war niemand. Und jetzt verrate ich noch etwas. Das ist nur heute Abend. Das habe ich gestern nicht gesagt und sage es morgen auch nicht mehr. Charlotta hat nämlich eine gespaltene Persönlichkeit. Nicht Leute. Die heisst auch noch Alexandra. Und die Alexandra hat heute Geburtstag. Ihr helft mir sicher mitzingen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Alexandra. Happy Birthday to you. Danke vielmals, schön, dass ihr mit mir feiert. Aber jetzt geht es weiter im Programm. Aber eben, als Charlotta ist immer noch traurig. Am Handy hat sie eben nur noch ein Geruchs gehört und ist fertig gewesen. Sie hat sich Sorgen gemacht um Paddy und hat nicht mehr können schlafen. Darum ist sie ja da gehockt, oder? Der Paddy ist losgelaufen und ohne zu überlegen. Er ist gelaufen und gelaufen, hat gegessen, wenn er Hunger hatte, getrunken, wenn er Durst hatte, geschlafen, wenn er dumm und umgekehrt ist. 40 Tage lang war er unterwegs. Jetzt steht er plötzlich vor ihr. Und sie hat jetzt natürlich wissen, warum er plötzlich wieder da ist. Und er erklärt es jetzt. Wenn er dann verschnauft hat, kommt schon noch. Die Sonne glitz, wo am Grat führen schaut. Der Pöstler schwingt zum Gruß mit dem Hut. Der Tau auf den Blättern von der Rose beim Stall. Im Wasser fällt loset der Frühlingsgletscher ins Tal. Es gibt keine Ort auf der Welt, wo ich lieber möchte. Hier bin ich geboren und da gehöre ich hin. Es gab Büsse auf der Welt, schöne Flecken noch zu sehen. Doch hinter der Fahne, mein Herz gehört dahin. An dem Ort, wo ich wohne, gibt mir lange noch die Hand. Problem löst man hier, indem man redt miteinander. Abgemacht ist abgemacht und ein Handschlag dezent. Und selten beißt einer, wo laut umbellt. Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo ich lieber möchte sein. Hier bin ich geboren und da gehöre ich hin. Es gab schöne Flecken hat's gesehen, doch hinter der Fahne, mein Herz gehört dahin. Weisst, hinter der Fahne, mein Herz gehört hinter mir klar. Es vergeht kein Tag, ich mache daraus kein Hehl. Ich schon Flugzeug, da brennt es mir ein Loch in mein Seel. Es gibt keine Ort auf der Welt, wo ich lieber möchte sein. Hier bin ich geboren und da gehöre ich. Es gibt Büsse auf der Welt, schöne Flecken anzusehen.
Peter fahren, mein Herz gehört dahin. Schaut, da kommt ein Polizist anzudampfen. Der arme Kerl ist dem Paddy hinten nachgelaufen, weil er sein Handy wieder zurück wollte. Er hat ihn bis dahin nicht mehr eingeholt. Charlotte vernimmt das mit dem Telefon und findet in einem Polizist ein Handy klauen. Das geht deutlich zu weit. So ein dummes Huren-Lappizig. Du weißt schon, was das für Folgen hat. Nein, nein. Will ich denn, meint der Paddy. Heiko, 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 geht jetzt. Heiko, eins ab die Ohren und dann ohne die Nacht ins Bett. Nora und Natascha düsen als Raketen durchs Weltall. Nora geht ab dem Rietseil und Natascha sogar zweimal. Jetzt ist gut! Heiko, 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 geh jetzt! Heiko, eins ab die Ohren und dann ohne die Nacht ins Bett. Röne und Natascha sitzen zusammen auf dem Mürli. Röne ist am Fürzeln und Natascha macht das Feuerli. Jetzt ist Ruhe! Heiko, 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 jetzt! Heiko, eins an die Ohren und der ohne die Nacht ins Bett. Der Fidel, Dina und der Max haben um den Schocki gewettet. Wer am längsten tauchen kann, der Badmeister hat es gerettet. Jetzt ist Ruhe! Heiko, 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 jetzt! Heiko, eins an die Ohren und dann ohne die Nacht ins Bett. Heiko, 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 jetzt! Heiko, eins an die Ohren und dann ohne die Nacht ins Bett. Lisa hat sich Mühe gegeben heute, sie ist den ganzen Tag drauf gewesen. So ein Seich, so langweilig, im Sandhof in der Schlafzeit. Jetzt genug! Heiko, 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 geh jetzt! Heiko, eins an die Ohren und dann ohne die Nacht ins Bett. Heiko, 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 geh jetzt! Heiko, eins an die Ohren und dann ohne die Nacht ins Bett. Jetzt ist genug! Heiko, Heiko! Die Brüder sind natürlich froh, dass der Paddy wieder da ist. Aber es nimmt sie doch Wunder, wieso er so schnell wieder zurückkommt. Der Polizist ist beruhigt. Ist doch der Paddy wieder gesund und gefräßig bei seiner Familie, wo er hergehört. Er, der stramme Gesetzeshüter, muss jetzt langsam daran denken, die Heimreise zu organisieren. Der Paddy dankt ihm noch einmal für seine Fürsorge und natürlich fürs Handy. Charlotte fragt ihn dann, ob er denn nicht täuben sei, dass er so weit heim müssen laufen. Aber der meint im Gegenteil, das sei besser als ein halbjähriges Fitnessabo. Er hat auf dem Weg daher mit 13 Kilo abgenommen. Wäre doch auch Leute so schnuckig, wie ist ein Polizist?
Sorgen. Du schaust nicht nach links, nicht nach rechts. Drum bleibt dir so viel verborgen. Und es geht dir halt immer noch schlecht. Es gibt Menschen, wo die dran nicht freuen. Ein Gesicht, ein Säri im Feld. Aber nein, du findest nie Zeit zum Leuen. In der ernsten und hastigen Welt. Ja, sie werden voll Blumen. Bis er nur wirst du sehen. Es gibt so so mag's Wunder geschehen. Ja, und bald war voll Blumen. Sie war schön wie der Traum. Wenn du nur mehr könntest wie ein Kind vor dem Baum. Es ist grau und nicht grün, wie der Wunsch. Drum bleibt dir so viel verborgen. Drum bleibst du ein trauriger Mensch. Ja, und die Welt war voll Blumen. Wesen und Wärme würdest du sehen. Es gibt so manches Glück, wenn es gibt vor dem Baum. Wenn du nur mehr wünschst du mehr, wenn es gibt vor dem das aber verziehen sich unsere Brüder noch einmal auf ihre Tasten. Gehen ihr noch ein bisschen liegen. Der Polizist verabschiedet sich. Und ihr, liebe Zuschauer, gebt ihm sicher noch einmal einen Applaus. Jetzt, wo die Brüder wieder ins Nest sind, spürt er, glaube ich, der Paddy, dass etwas los ist. Er muss etwas loswerden. Er kann es nicht mehr überall. Es muss raus. Muss raus. Mag dir mach ich die Augen nicht zu beim Küssen. Charlotte, hau mal ab aus meiner Fantasie. Mag dir mach ich die Augen nicht zu beim Küssen. Charlotte, hau mal ab aus meiner Fantasie. Du hast schwarze Haare und einen schrägen Blick. Du verratest niemandem deinen Trick. Mach die Augen zu und du bist da. Bist hier zwischen Heidi und Pack. Bist hier zwischen Heidi und Pack. Seit dieser Nacht lass mich nicht mehr gehen. Ich weiss gar nicht mehr, wie es gelaufen ist. Nach dem Club, du, ich hab Ping-Pong-Tisch. Es ist ein Bayer-Rot im Morgengrau. Und
Konfetti-Bomben am Morgen hat mich der Meier gefunden. Charlotte, du weißt doch ganz genau, wegen dir mach ich die Augen nicht zu beim Küssen. Charlotte, hau mal ab aus meiner Fantasie. Wegen dir mach ich die Augen nicht zu beim Küssen. Charlotte, hau mal ab aus meiner Fantasie. Hey Charlotte, ja dir schon lang verboten, bin mir immer noch im Kopf und zocken deine Augen aufschlagen, geschlagen mit dem Bauch. Charlotte, jetzt hab ich schon wieder verschrocken, ich stehe immer noch auf dem Stocken, ich stehe barfuß auf dem Schlauch. Du läufst mir nach wie ein Song, den ich nicht mal singe, deine Kunde werden mich zum Tanzen zwingen, ich drehe fast durch und mach den Foul. Frag mich, bin ich wie das nur nie, oder ist das nur Charlotte nie? Charlotte, du weißt es doch ganz genau. Weg dir mach ich die Augen nicht zu meinem Küssen. Charlotte, hau mal ab aus meiner Fantasie. Weg dir mach ich die Augen nicht zu meinem Küssen. Charlotte, hau mal ab aus meiner Fantasie. Und lass mich lassen. Lass mich lassen. Lass mich lassen. Lass mich lassen. Wenn ich die Augen zu tue, seh ich deinen schrägen Blick. Du kommst näher und näher und brichst mir mein Knick. Wenn ich die Augen zu tue, seh ich deinen schrägen Blick. Du kommst näher und näher und brichst mir mein Knick. Wenn ich die Augen zu tue, seh ich deinen schrägen Blick. Du kommst näher und näher und gibst mir einen Kick. Charlotte! Mag dir mach ich die Augen nicht zu beim Küssen. Charlotte, hau mal ab aus meiner Fantasie. Mag dir mach ich die Augen nicht zu beim Küssen. Aus meiner Fantasie. Und lass mich lassen. Ist gut, hat er endlich getraut zu sagen, was er denkt, oder? Was sagt auch Charlotte dazu, wenn wir auch noch gerade hören? Ich sitze in meinem Zimmer und denke praktisch immer nur noch an dich. Seitdem ich dich getroffen habe, da kann ich nur hoffen, du denkst schon an mich. Du hast so gute Platte, soll zu dir kommen. Hast gesagt, wir wollen nicht lieren, wir wollen gescheiter ein bisschen feiern, wir haben mehr davon. Und nachher auf deinem Federbett hast du mir die Liebe gegeben. Und weil mich das so aufgestellt hat, musst du mich noch manchmal nehmen. Thank you.
komme dir eins summen, ich komme dir eins brummen, bin so fang bei dir. Du mit dir auf dem tollen Teppich komme rollen, ja Zeit dafür. Wo wäre denn in Stimmung bin, dann nehme ich auf den Schoss. Und wenn mir ein französisches Münzchen ist, dann geht's erst richtig los. Nimm's Kamasutra ab dem Büchergestell, siehst du uns probieren zu tun. Dann haben wir's zusammen, bum-bum-bum-bums Fidel, bis spät am Morgen früh. Es hat sich Handli umgeredet, dass es da eine Hochzeit gab. Ruckzuck sind die Brüder auf der Piste gewesen. Es kann doch nicht schnell genug gehen. Sender, wie sie hergefahren. Sie bringen gerade den Pfarrer mit. Er muss dem Pärli der Segen geben. Der Pfarrer ist natürlich glücklich, dass sein Plan doch noch aufgegangen ist. Und der wird nicht mehr lange umgefigeretet. Wolltest du? Und du? Also, dann sind wir jetzt mal und frei. Ring könnt ihr dann später tauschen. Und jetzt gibt es für alle eine besondere Überraschung. Das Hochzeitlied singt in diesen beiden niemand anders als der richtige Paddy. Der andere, nämlich der Paddy Bernhard. Nimm mich in den Arm und drück mich fest an dich. Lass mich nicht mehr los. Ich danke mich grad an dir auf. Es ist einfach so gut du. Ich hab dich gern, ich brauche dich. Ja, ich bin süchtig nach dir. Doch garantieren kann ich dir keine geben, dass es für ihn so wird sein. Ewige Liebe, das wünsch ich dir. Ewige Liebe, das wünsch ich mir. Ewige Liebe, nur für uns zwei. Ewige Liebe, für mich bei dir daheim. Sag nicht nie, ich gebe alles für dich auf. Dein Blick hat eingeschlagen in mein Herz.
hast mich zum Brennen gebracht. Getroffen von dem Stromstoß, der so gut tut, würde ich alles machen. Alles geben, alles würde ich tun. Ich lass dich nicht mehr los, ewige Liebe. Das wünsch ich dir. Ewige Liebe, das wünsch ich mir. Ewige Liebe, nur für uns zwei. Ewige Liebe, für mich bei dir daheim. Jetzt müssen wir die Lichter aufheben. Genau. Jawohl. So muss das. Ich weiß, Liebe kommt und geht, wie eine Kerze schmelzt sie weg. Ja, wie ein Lied hört sie einfach auf oder sie hält einfach ab. Niemand sagt, es sei leer. Es ist ein einziges Geben und Nehmen. Es gibt keine Verlierer oder Gewinner in dem Würfelspiel. Ewige Liebe, das wünsch ich dir. Ewige Liebe, das wünsch ich mir. Ewige Liebe, nur für euch, aha. Ewige Liebe, für mich bei euch daheim. Kommen und singen. Ewige Liebe, ewige Liebe, ewige Liebe, ewige Liebe, ewige Liebe. Fühl mich bei euch daheim. Alexandra Maurer. Und der Kadi Bernhard. Merci vielmals. Danke für die Lichter. Herr Bernhard. Franz Odermann. Grüezi vielmals. Das Lied hat dich berühmt gemacht. Ich würde mal sagen, überstand's raus. Ja. Was macht das so mit einem Menschen? Wenn das Lied grösser wird als einem selber, jemals. Hast jetzt du gesagt. Ja, wie soll ich sagen? Es ist ein riesiges Geschenk. Es ist manchmal auch ein Fluch. Das habt ihr sicher schon oft gehört. Aber für mich ist immer noch das Geschenk viel das Größere und Wichtigere, weil das, was ich heute mit euch erlebe, das ist auch ein Geschenk. Da innen mit euch zusammen. Danke vielmals für das. Für die Möglichkeit. Merci vielmals. Du hast mir gesagt, dass du das Lied schon 852'000 Mal gesungen hast. 833'000. Entschuldigung. Und trotzdem haben wir natürlich versucht, in unserem Best of Mundartrock-Konzert dich zu gewinnen für unser Konzert, für das Lied. Am Anfang hast du dich ein bisschen gesperrt, gell? Aber warum hast du es jetzt gleich gemacht? Ja, es ist ja etwa die so, dass es jemand eine Anfrage gibt, ob ich das echt machen könnte. Für Hochzeit oder so. Du hast mir aber das nachher erzählt, was das ist. Und ich glaube, das ist wirklich eine ganz einmalige Geschichte und eine grosse Geschichte. Ich meine, was wir heute Abend erlebt haben, ich glaube, das kommt so nicht mehr. Und das hat mich gereizt. Ich habe gefunden,
Bei dieser einmaligen Geschichte, die ihr hier auf die Bühne stellt, da will ich unbedingt dabei sein. Darum habe ich ja gesagt. Ja. Das ist unglaublich, oder? Du, Franz, und auch wegen der Gage. Eben. Ich wollte sagen, wegen dem Geld hast du sie auch noch gemacht, oder? Natürlich. Eben, Paddy, schön, dass du da bist. Freut mich. Schön, dass du morgen noch eins mit uns singst. Sehr gerne, ich freue mich jetzt schon drauf. Und leider ist es morgen schon das letzte Mal. Aber so ist es. Ja. Danke vielmals. Im Männerchor stand's. Was wollen wir noch sagen zu unserer Geschichte? Wir müssen sie ja noch fertig machen. Wie im Märchen leben die beiden glücklich und zufrieden bis in ihr Ende. Sie haben, ihr staunet, 65 Kinder bekommen. Alles Buben. Aber von oben am Stanzer Horn oben ab, da haben sie nie mehr fortwollen. Mit dem wunderbaren Blick auf den Vierwaldstättersee. Und ihr, liebe Zuschauer, kommt jetzt noch ein Dessert rüber, weil ihr so ein liebes und ein tolles Publikum sind. Wiesen ist parat, komm, leg dich hin. In der Luft ein cremiger Duft. Ein Schwan vom Möwen fliegt geradeaus zum See. Wer hat behauptet, die Schweiz hat kein Weh? Das kann nicht wahr sein, denn ich hab's schon gesehen. Zu Ferien wird am Vierwaldstättersee. Großstadt leer ist so fern. Er macht Platz, dass die Musik endlich anfängt. Wer hat behauptet, die Schweiz hat kein Meer? Das kann nicht wahr sein, weil ich hab's schon gesehen. Wo Zählen frei im Wasser leiten, Nachmittag zum Ferien wird dann Vierwaldstättersee.
Das Publikum. Schön, dass es euch gefallen hat. Am Ende eines Konzerts ist der Dank. Bleibe nur da. Ganz herzlichen Dank der Rockband Mustaf auf Luzern mit ihren Gastmusikern. Kommt noch eines. Uli Bischof, Franz Müller, Matthias Bucher, Stefan Hefliger, Martin Ledergerber, Oliver Meyer und Stefan Thalmann für die perfekte Begleitung. Danke vielmals. Herzlichen Dank unseren Solistinnen und unseren Solisten. Der Alessandra Murr, Michael Arnold, komm ich nur. Benno Zürcher und Paddy Bernhard. Gesungen haben wir ja schon. Der Strauss ist von deiner Familie. Ganz herzlichen Dank unserem Dirigenten, musikalischen Leiter, vom Gesamtleiter vom heutigen Abend, Florian Steidle. Genial! Ganz herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfern. So ein Fest ist unmöglich, wenn wir das alles selber machen wollen. Ganz herzlichen Dank denen, die in der Küche raus tätig sind, denen, die im Service tätig sind, die in der Abendkasse sind. Es war ein schöner Abend. Danke vielmals euch allen. Dann möchte ich noch unsere Damen vom Dance-Label Stanz führen, bitte. Die unseren Abend wunderbar umrahmt hat mit ihren tänzerischen Fähigkeiten. Herzlichen Dank auch der Stiftung Alters- und Pflegeheim Nidwald, der Nägeligasse, die fürs Essen zuständig war. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Herzlichen Dank auch unseren Gönner und Sponsoren, Bücher von Martin Stanz für die Durchführung vom Vorverkauf, im Konzertsponsor Nidwaldner Kantonalbank vom heutigen Abend und ganz am Schluss selbstverständlich unserem Hauptsponsor. Wo bist du, Tom? Christenbeck. Wo ist er? Danke vielmals für deine Unterstützung. Und last but not least, ganz herzlichen Dank an den Sänger vom Männerchor Stanz. Wenn ihr noch wisst, was ich euch am Anfang gesagt habe, mit dem Geradstehen, schwarze Kleidung, in die Noten hineinschauen, hat sich doch einiges bewegt. Ganz herzlichen Dank, dass ihr euch auf das Experiment eingelassen habt. Wenn ihr noch eins wettet, dann würden wir noch eins singen. Himmel im blauen See, send mit Bo-
einfach fort, in Ruhe vor Nando. Ganz allein mit dem Kopf voll Gedanken. Dort hinten im blauen Macht Platz.
Platz, dass die Musik endlich anfängt. Die Bar nebenan lässt die Lichter an. Ich bestelle ein Bier und stoß mit allen an. Wer hat behauptet, die Schweiz hat kein Wehr? Das kann nicht wahr sein, denn ich hab's schon gesehen. Frei im Wasser liegen, Nachmittag zu Ferien wird dann vier Waldstädter letzte warme Prise zieht durchs Land. Kommen! Wer hat behauptet, die Schweiz hat kein Meer? Das kann nicht wahr sein, denn ich hab's schon gesehen. Und zählen frei im Wasser liegen, Nachmittag zu Ferien wird dann vier Waldstädte. Thank you.